Am frühen Abend. Jane macht Nägel mit Köpfen. Die 19-Jährige will Rogers Abfuhr nicht auf sich sitzen lassen. Tada! Mein Schatz ist arbeiten und ich hab für dich eine kleine Überraschung. Okay. Pizza und Wein, oder? Ja. Okay. Sieht schon mal nicht schlecht aus. Hier ist die Hauptüberraschung. Mach mal wieder lieber zu. Ja, hier sind noch zu viele Leute, Schatz. Ja? Aber du hast doch gleich Feierabend. Ja, gleich, aber noch nicht jetzt. Das dauert noch ein bisschen. Ja? Oh, komm, Schatz. Sitz dich hin. Ja, iss doch mal ein Stück. Mann. Ich hab zwar Hunger, aber ich kann jetzt noch nicht. Ach komm, setz dich hin. Mann. Ich weiß doch, dass du Hunger hast. Ja, weißt du auch, weil ich es gerade gesagt habe. Aber... Na gut, weil du es bist. Weil du so nett bist und mir was mitgebracht hast. Schmeckt gut. Wie romantisch ihr beide. Was du denn hier? Reicht's nicht endlich? Mach dich nicht an. Fass mich mal nicht an. Fass mich mal nicht an. Chillt mal. Bleib mal ruhig. Einfach chillen. Ja, Roger. Wie? Was meint er jetzt? Ja, Roger. Hä? Nichts meint er. Der Junge ist einfach verwirrt. Keine Ahnung. Der. Keine Ahnung. Boris, Digga. Du gehst jetzt am besten, okay? Genau. Ich. Und wir und sehen lass uns dann. Einfach in Ruhe. Schatz, lass uns einen schönen Abend machen, ja? Schatz, ich glaube, das ist jetzt auch nicht der richtige Zeitpunkt dafür, dass wir uns einen schönen Abend machen, ja? Ich bin hier auf Arbeit und... Ja. Billig und erbärmlich kann man uns sein. Was? Du bist ja immer noch da, ey. Verpiss dich hier. Ja, hau endlich ab, sonst rufe ich die Polizei. Hallo. Ja, es Polizei, nervt Mann, so hallo. Sehr. Du bist doch mal. Merkst du noch, wie deine ach so tolle Freundin mit mir redet? Ey, du bist doch schwul und machst dich an deinen Freund dran. Das gibt's doch gar nicht, ey. Der hat eine Freundin, der ist vergeben. Was machst du dich an ihn ran? Sag mal, merkst du auch, was hier abgeht oder so? Was soll denn sein? Erklärst du's mir? Schatz, wir verschieben das einfach. Er hat's jetzt sicherlich verstanden, okay? Wir verschieben das einfach, ja? Und dann sehen wir uns nachher. Ey, weißt du was? Ich möchte mit dir ein Date. Ich möchte mit dir Sex und... Was? Alles gut. Hau einfach ab, wenn du nichts von mir willst. Komm, nur du auch noch. Leck mich einfach alle am Arsch. Echt. Krass. Jane verdient die Wahrheit. Und Boris, dass Roger zu ihm steht. Diese Eskalation war sicherlich nicht die letzte zwischen den dreien. Ich bin gespannt, wem Roger nachrennt und für wen er sich entscheidet. Boris, ich muss mit dir reden. Ich kann dir alles erklären, ja? Ich muss gar nichts. Ich muss nicht mehr mit dir reden. Mann. Hätte ich jetzt alles gesagt, dann wäre alles aufgeflogen und Jane hätte mich dann verlassen. Dann ganz ehrlich, das war die perfekte Gelegenheit, endlich Farbe zu bekennen. Ja, aber, nein, der Roger ist noch nicht so weit. Ich kann mich noch nicht outen. Bla, bla, bla. Mann, versteh doch bitte, dass ich das noch nicht kann. Tut mir leid. Ja, ganz ehrlich, ich brauche einfach erstmal Abstand. Ja? Verpiss dich. Bitte, Boris. Hat sie gesagt, du sollst Abstand halten? Man kann sich nicht einmal meine Wünsche respektieren? Krass. Roger hat Boris zutiefst verletzt. Und jetzt übergeht er auch noch seinen Wunsch nach Abstand. Ich glaube nicht, dass Sex in dieser Situation die Lösung ist. Gegen 8:30. Jane ist verzweifelt. Die 19-Jährige hat sich den Abend mit Roger ganz anders vorgestellt. Doch nicht so gut gelaufen. Roger hat mich schon wieder absolviert. Dabei war alles so romantisch. Ich hatte ihm Pizza und einen Wein gebracht. Und dann kam wieder Boris dazwischen. Und der ist einfach viel zu nett, um ihn abblitzen zu lassen. Dabei meinte Eva, dass er keine andere am Start hat. Wer ist Eva? Und kann man dieser Person überhaupt trauen? Na, Eva ist seine Arbeitskollegin. Und die wird's doch am besten wissen. Sie kriegt doch alles mit. Och Mann, was mach ich denn jetzt? Hm.
Vielleicht lässt es einfach mal ein bisschen langsamer angehen. Der scheint noch nicht so weit zu sein. Ja. Was anderes bleibt dir eh nicht übrig. Ja, wie peinlich ist das denn? Ich bettle um Sex. Hey. Tut mir leid. Roger sieht nicht, was sein Verhalten bei Jane anrichtet. Vielleicht würde das ihm die Augen öffnen. Und Jane würde es besser gehen, wenn sie wüsste, dass es nicht an ihr liegt, dass Roger keinen Sex mit ihr will. Am späten Abend. Kalle und Stephanos Hass auf Schwule kennt keine Grenzen. Ihr nächstes Opfer ist Fitnesstrainer Boris. Guck mal. Das kriegt er niemals weg. Mama, das ist denn das schon wieder für eine Scheiße? An welcher Idiot war denn das? Mann. Was geht die Scheiße noch nicht mal ab? Mann, wie dumm können da Menschen sein? Krass, Mann. Das ist ab, echt, das frisst du nicht runter. Du warst es? Mann, bist du eigentlich gar nicht, dass ich überhaupt anfasse, ja? Hey Roger, wärst du vielleicht so lieb und kannst mich nach Hause fahren? Ist mir zwar echt peinlich, aber ich möchte ja nicht mit den ganzen Beschimpfungen nach Hause. Du willst ihn echt mitnehmen? Dann sitzt er ja direkt neben dir und wer weiß, ob er nicht noch an dir rumfummelt. Sorry, Boris, aber da muss ich gerade recht geben, ja? Außerdem fahre ich in eine ganz andere Richtung. Sorry, Boris, ja? Sag mal, ist das gerade dein Ernst? Dann fahrst du mit den scheiß Beschimpfungen durch die Stadt. Dankeschön. Gut, Alter. Gut, dass du nicht mitgenommen hast. Wer weiß, wirklich, was noch passiert, oder? Ja, ich bin ja auch kein Transporter, oder? Unabhängig davon, wie mies sich Roger und die anderen Typen gegenüber Boris verhalten durch das Beschmieren des Autos, machen sie sich auch noch strafbar. Das kann eine saftige Geldstrafe geben und dazu kommen dann natürlich auch noch die Kosten für die Reinigung des Autos. Am nächsten Tag. Jane hat einen Entschluss gefasst. Denn so kann ihre Beziehung mit Roger nicht weitergehen. Jane? Müsste ganz ja, trinken. Komm rein, ich muss dir eh was erzählen. Ja. Setz dich. Jane, ich habe mich entschieden. Also, ich renne Roger nicht mehr hinterher und falls er was will, dann kommt er selbst. Oh, das finde ich super. Ich glaube, das ist die richtige Entscheidung. Aber jetzt muss ich schon noch aufs Klo. Ja, klar. Zur selben Zeit. Auch Roger will bei Boris für Klarheit sorgen. Mann, Scheiße, der macht einfach nicht auf. Zack. Ich werde den so lange terrorisieren und klingeln, bis der aufmacht. Mann, Scheiße, der macht einfach nicht auf. Fuck. Ist der überhaupt zu Hause? Reagiert überhaupt nicht, auf gar nichts. So ein Scheiß. Fuck. Mailbox, egal. Mann, Boris, Junge, ich stehe vor deiner Tür. Mach endlich die Tür auf. Werde ich immer schreiben, wa? Mann, ey, der reagiert auf gar nichts. Warte mal, ey. Junge, warte mal bitte. Ey, ich muss mit dir reden. Mann, Boris, ich habe gerade 20.000 Mal bei dir geklingelt. Warum hast du die scheiß Tür gerade nicht aufgemacht? Weil ich keinen Bock mehr auf deine ganzen scheiß Entschuldigungen habe. Mann, aber ich will dir doch nur helfen. Ich brauche deine Hilfe nicht. Hatte ich ja gestern auch nicht. Bin ich auch ganz gut alleine klargekommen. Mann, ja, ich weiß, es war eine scheiß Aktion gestern auf dem Parkplatz. Und auch das mit meiner Alibi-Freundin ist scheiße gewesen. Ich weiß. Es tut mir auch leid. Aber, und jetzt? Willst du dich nicht outen, oder wie? Mann, nein. Du weißt doch, dass es nicht so einfach für mich ist. Ja, du weißt auch, wie die anderen alle ticken. Kalle und kein Plan, wer alles da ist.
Ja? Ich kann das einfach noch nicht. Und ganz ehrlich, ich habe auf diese ganze Scheiße keinen Bock mehr, ja? Und wenn du weiter so machst, dann schwöre ich dir, dann gehe ich auch noch zur Polizei und zeig dich an. Mann, was rannst du mich denn jetzt hier so von der Seite an? Mann, komm, ganz ehrlich, geh einfach. Und wenn du weißt, was du willst, dann komm wieder, ja? Aber verpiss dich einfach. Hä? Sein Ernst? Zwei Stunden später. Roger hat es geschafft, Jane und Boris zu vergraulen. Die Situation eskaliert. Boy, hast du gesehen, wie er blöd geguckt hat, als er auf sein Auto gelesen hat? Und als er versucht hat, die Scheiße wegzuwischen. Boah, Jane, ey, wenn ich mir deinen Hintern so angucke, da könnte ich gleich auf andere Gedanken kommen. Na Jungs, alles klar? Ja? Kommst du recht? Respekt, Alter, dass du so gegen deinen eigenen Mitarbeiter so gegen anstehst, ey. Hätte ich ja nicht von dir gedacht. Respekt. Ey! Boah, merkt ihr eigentlich, wie die Luft auf einmal stinkt? Nach billig parfümierten Männerarsch? Geil, Alter. Ja, wenigstens weiß ich, mit was ich lebe, ne? Und damit lässt es richtig gut leben, ne? Mich hat auch mal so ein Typ angemacht, ja. Ja, richtig ekelhaft, so. Ja, ich habe so seinen heißen Atem im Ohr gespürt, so richtig ekelhaft. Mir ist es runtergelaufen. Was hast du gerade gesagt? Lässt du dir das von der gefallen, oder wie? Von welcher redest du denn eigentlich? Von der, die ich die ganze Zeit habe? Boah, Roger, du bist gestorben für mich. Einfach nur tot, Alter. Wie, war es das zwischen euch? Roger? Bist du hier? Was macht ihr hier? Und ich weiß, das war gerade eine mega strange Situation. Aber ich konnte überhaupt nichts machen und auch nichts dafür. Der hat mich einfach angefallen, ja? Ey, das in der Kabine, das war wirklich, ey. Ich hatte schon Mitleid mit dir, ja? Du meintest, das war Vergewaltigung. Aber das ist echt nicht dein Ernst. Ey, du bist so eklig, ja? Du bist so... Dreck bist du für mich. Krass. Das war heftig. Boris hat Roger gegen seinen Willen geoutet. Wenn der aber jetzt den Mut findet und zu seiner Neigung steht, wird sich alles wieder einrenken. Sieben Wochen später. Roger steht endlich offen zu seiner Sexualität und ist offiziell mit Boris zusammen. Jane möchte nichts mehr mit ihm zu tun haben. So, erstmal die letzte Kiste. Es freut mich, dass du hier eingezogen bist. Ja. Ja, mich auch. Und es tut mir leid, dass die letzten Wochen so schwierig mit mir waren. Alles gut, komm, wir machen jetzt erstmal die Couch ein. Nee, ich muss erstmal. Jetzt mal auf die Kisten. Es ist schön zu sehen, dass Roger und Boris wieder zueinander gefunden haben. Manchmal stürzen einen die eigenen Gefühle in die größten Verwirrungen. Aber man kann im Leben nur dann glücklich werden, wenn man zu sich selbst steht. Hör auf,